Willkommen zurück zu Let's Fail Splinter Cell Blacklist to Im Together mit Dexter. Hallo. Ich bin gerade ein wenig verschluckt. Dexter hat gerade einen Schluck zu trinken genommen. Das war natürlich auch ein bisschen viel für ihn. Ja. So, das Wasser, das sprudelt. So wie du. Wasser, das sprudelt, das sprudelt so im Mund. Er kennt er gar nicht. Meine Mama hat ihm ausnahmsweise mal Wasser mit Sprudel gegeben. Richtig. Hat ich mir hier hingestellt. Ist gerade reingekommen, hat zu den ganzen Cookies, die sie gebacken hat, hat sie mir das Gläschen Sprudelwasser gebracht. Und das, ich finde, das sieht auch ein bisschen lustig aus, wie die Bläschen da hochpoppen. Sehe ich zum ersten Mal. Das glaube ich dir. So war das früher, wenn ich meine Freundin da hatte oder so, zum ersten Mal, dann wollte meine Mutter ja da immer irgendwie... Gepoppt. Nein, 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 ja, das natürlich auch. Aber meine Mutter wollte da natürlich unbedingt wissen, wie die aussieht. Und dann kam die mit ganz merkwürdigen Gründen in dein Zimmer. Ins Zimmer, so, wollt ihr ein Eis? Oder so, kennst du das? Ja. Nee, also auf einmal gibt's Eis im Haus, ey, weißt du, gibt's sonst nie. Wollt ihr ein Eis? Ja, wollen wir. Ich will ein Eis. Wenn du schon mal da bist, jetzt hast du sie ja gesehen, jetzt kannst du mir auch ein Eis bringen. Ja, ist doch so, oder nicht? Also, dann kannst du auch ein Eis vorbeibringen. Ja, ja. Ist deine Mutter so neugierig? Hat die nicht gesehen, als sie reingekommen ist, oder hast du in einem eigenen Bunker gelebt? Nein, das sieht die nicht, wenn die reinkommen. Wie soll die das denn so schnell sehen? Ich mach dann ja die Tür auf. Machst die Tür auf, schleppst sie schnell ab und dann läuft das. Wie das so läuft, ne? Wie läuft das denn bei dir? Tür auf, ja, dann also, geht ihr erstmal zusammen ins Wohnzimmer. Dann geht ihr erstmal zusammen ins Wohnzimmer, oder was? Damals das erste Mal gekommen ist, da hat sie sich meinen Eltern vorgestellt und so. Echt? Ja. Wart ihr da schon zusammen? Ja. Ja, siehste. Ja, und? Das ist ja bei mir nicht der Standard, ne? Wenn die das erste Mal zu mir kommen, sind wir noch nicht zusammen. Ja, die vorher war, also die, ich lasse die ja auch nur im Notfall zu mir kommen, sonst muss ich immer aufräumen, das ist richtig nervig. Ja. Also ich mag das lieber, wenn man zu denen hingeht und nicht irgendwie... Hast du dich dann auch sofort den Eltern vorgestellt? Ja, mir blieb ja keine Wahl. Krass, also, ich hab das immer ewig hinausgezögert, also ewig. Mit ewig meine ich ewig. Wie hast du das denn gemacht? Teilweise ein Jahr. Hast du schnell vorbei? Ja, ich hab sie gar nicht gesehen. Teilweise habe ich das ein Jahr hinausgezögert. Die waren ja immer bei mir. So. Ich war eigentlich nie woanders. So einer bist du also. Hat sich bis heute nicht geändert. Hä, ich gehe viel lieber dahin, ohne Witz. Ich nicht. Viel praktischer. Ich nicht. Hä, doch, irgendwann. Aber, ja, doch, bei einer schon. Da war das besser, weil die hatten immer Süßigkeiten. Der Ollo, ey. Da kam immer die Frage, willst du einen Sandwich-Toast? Jo! Willst du dies, willst du das? Alles klar. Ja, na normal, ne? Ah! So dumm. Was, bin ich dumm? Nee, doch. Oh! Was hat der denn da unten? Hab ich nicht gesehen. Was ist ja witzig, dass sie jetzt hier zu Hause waren. Komm, vielleicht sollten wir auch mal uns ein bisschen hier konzentrieren, anstatt über Sandwich-Toast zu reden. Obwohl, fällt uns das vielleicht leichter. Was hältst du davon? Also den ersten Part hier, ne? Ich hau jetzt den Haftemeter da, den Geräuschemeter hier ran. Ja. Den kann ich bald auswendig. Tatsächlich. Das ist doch schön. Das ist wie bei der ersten Karte. Die haben wir auch 15 Mal gespielt. Obwohl, nee, die zweite, die wir irgendwie nicht mehr gefunden haben dann, die haben wir sogar öfter gespielt, glaube ich. So, ich halte den E-Knopf schon mal bereit. Okay, also du. Jetzt klar. Okay. Die, wie gesagt, die rumlaufen, am ehesten noch markieren, das ist wichtig. Hier hinten ist einer. Hast du noch einen Haftgeräuschermitter dran? Ich kann noch einen dran machen, wenn du willst. Das ist nämlich gut. Dann benutzen wir nicht die Pistolenschüsse, weil Pistolenschüsse sind ein bisschen verräterischer. Ja, das Problem ist nur, der wird gleich sehen, dass da jemand liegt. Ja, ich mach das. Ich mach das, Baby. Das Problem ist, er hat es dann ja schon gesehen und dann... Na, ein Stück weiter weg. Ach ja, oder du machst das. Alles klar. Ich musste doch gucken, dass der, weißt du, der hatte den doch jetzt und dann hätte der den anderen Bescheid gesagt und dann hätten wir das. Ja, ich hätte das Geheule wieder gemacht. Aber das Geheule wäre wieder groß gewesen. Hier, die haben hier Taschenlampen. Ja. Taschenlampen sind fies. Okay, nicht übertreiben. Ja, es wäre mir aber schon ganz recht, wenn hier ein bisschen was aus wäre. Hä, wieso treffe ich das fucking Licht nicht? Boah, Dexter, lass es dann einfach. Das Licht kann eigentlich anbleiben. Wunderbar, jetzt hat er es aber gemerkt, das heißt, ich mache jetzt eine Pause. Ich wollte gerade sagen, es kann anbleiben. Nein. Lassen wir es ihn erstmal peilen. Die Hälfte ist getan. Nein. Guck mal, das Licht ist ausgefallen, das ist mysteriöserweise einfach so explodiert. Das ist passiert. Auch in den besten Familien. Bestimmt eine Sicherung, genau. Ich glaube auch. Bestimmt eine Sicherung. Was soll es sonst sein? Was soll es denn sein? Eine Sicherung im Autoscheinwerfer.
typisch. Ja. Bevor du dich jetzt blamierst, rette ich dich schnell. Gehen wir das mal. Es gibt Sicherung im Auto. Könntest du bitte rausgehen? Ich nehme auf. Ah, endlich mal. Was heißt hier endlich mal? Ja, ein bisschen Live-Action hier. Ist schon wieder vorbei, tut mir leid. Oh, ich kann hier hochklettern. Wieso das macht vielleicht das fucking zweite Licht nicht? Ich glaube das nicht. Wieso rennt er denn jetzt? Ey, guck mal, wo ich bin. Siehst du mich? Er sieht gespenst. Wo bist du denn? Ja, krass, oder? Boah, da tangelt, hängt. Wenn ich jetzt so Deutsch könnte. Oh, wenn das mal nicht voll ins Auge geht, ey. Jetzt trifft Daniel. Ja. Da ist das Ding. Boah, wir könnten uns so viel sparen tatsächlich, merke ich gerade wieder. Ja, wenn wir das mal wüssten vorher, ne? Ich weiß es ja jetzt. Wenn wir das mal... Ah! Ah! Was tust du da? Ich lebe. Oh Gott. Es war so knapp. Es war so fucking knapp. Oh Gott. Die mal mit ihren Sicherungen bei den Autoscheinwerfern, ey. Ist ja nicht kann ich hier tot von oben machen? Bestimmt, oder? Warte, mach nichts Unüberlegtes jetzt. Ich hab keinen Bock, das nochmal zu machen. Ich hab tot von oben gemacht, so. Du bist so dumm, du bist so dumm. Wieso bin ich dumm? So. Das war schlau. Hier sind noch zwei Nette. Dexter, ich stehe direkt vor der Garage und hier ist ein gemeinsames Anheben erforderlich. Hier musst pass du hin, auf, wo ich bin. Auf. Es ist nicht witzig. Doch, ist es. Ey, Dexter, warum gehst du da? Geh da oben drauf. Du kannst dich da oben langhangeln und so. Ach, da, genau. Okay. Oioi, hier sind so viele Leute noch, aber solange die... Oh, fuck, die haben Taschenlampen an. Warum? Weiß ich nicht. Ich glaube, die haben eine Leiche gesehen. Also, was heißt Leiche? Ja, bis dahin sind wir weg. K.O.-Typi. Okay. Bis dahin sind wir lange weg. Wo bist du denn? Ja, hier. Bist du da mitten auf dem Platz? Ja, hier ist keiner. Komm jetzt komm an, einfach, ey, Mann. Kommen gleich an. Ja, dann komm doch hier hin, damit wir die in die Garage können. Dann sind die weg. Dann hat sich das. So, hier, Leertaste, Mann. Komm schon, bring dir das Weg aus. Oh Gott. Wir leben. Vier Gegnern ausgewichen. Dafür gibt's auch Punkte. Das müsste ich mal. Hätte ich das mal vorher gewusst. Was? Deine Brille ist gestört. Ach, die habe ich die ganze Zeit gar nicht angehabt. Sei mal ruhig. Das wird hier immer besser und besser. Hast du gehört, was wir machen sollen? Suche in der Gegend nach einem Drohnenpilot. Oh, nein. Steht aber doch wir da. Sollen den Hauptstrom auch irgendwie ausschalten oder so. Ja. Das erklärt sich von selbst in 27 Metern. Mach das Licht hier aber aus. Ich fühle mich dann sicherer. Auch wenn hier keiner mehr ist. Oh, da ist eine Kamera. Ist da? Wo? Da, wo das Licht einfach hier so lang schwenkt. Wo schwenkt denn der A? Alter, gehst du eigentlich blind durch die Welt oder was? Immer benutzt den Schalter und halt die Schnauze. So. Links neben dir befindet er sich. Da ist er located. Mach mal. Was? Ich sehe nichts. Links neben dir ist ein Schalter. Ach, da. Du hängst nur in der Gegend rum bei mir. Ach, da. Okay. Ich dachte schon, wir hätten Connection-Probleme hier. Ich stand doch einfach nur da. Aber wofür ist der Schalter? Machst du ja eigentlich immer. So, das ist auf jeden Fall ein Save-Point gewesen. Das heißt, wenn wir jetzt verkacken, ist es nicht mehr so schlimm. Ja, ich denke auch, dass es ein Save-Point war. Ich sehe die Kamera leider nicht. Der kommt jetzt gerade hier durch, glaube ich, gleich. Wo ist denn die Kamera? Der steht da hinten in der Ecke. Das ist keine Ach, Kamera. Ach, da oben. Ach, die ist hier direkt über unserem Ding. Ist das Licht oder wirklich eine Kamera? Das ist eine Kamera, die ist direkt hier über uns. Bewegt sich doch eigentlich. Bist du sicher, dass es eine Kamera ist? Also siehst du die Kamera? Mann, Dexter, das ist eine Kamera, glaub's mir einfach. Als ob das eine Kamera ist. Was soll das denn sonst sein? Ich kümmere mich drum. Ist das eine Kamera? Ja, tatsächlich. Ey, du hast die guten Schüsse, glaube ich, benutzt dafür. Das wollte ich nicht. Oh, warum? Ich wollte mich verstecken. Der ist automatisch da hochgeklettert. Ich bin drauf zugelaufen, er ist hochgeklettert. Ja, okay. Lass so, und jetzt ab dem letzten Point, pass auf. Also ab dem vor dem jetzt, pass auf, die hauen uns jetzt richtig eine rein. Ich warte. Ach, nee, sie sind nicht. Das wäre unmenschlich. Da sind zwei, das habe ich am Anfang gar nicht gesehen. Ach, der macht sich da frei, okay. Nee, der haut ab. Der eine haut ab, das ist nicht das Problem. Den anderen kannst du ja wieder töten. Der bindet sich seinen Schuh da, hast du gesehen? Oh. Ist ja der Wahnsinn, was die hier alles machen. Gibt's ja nicht. Realistic. Realistic. Gone, hätte ich jetzt auch gesagt. Ziel ist neutralisiert. Wir lassen das mal an. Hier ist ja eh keiner mehr, dann sehen wir ein bisschen mehr. Wir haben doch hier den Schalter. Dann bringt der vielleicht auch mal was. Eventually. Oh. Jetzt bewegt sich die Kamera aber auch mal. Sieh mal einer an.
Wie, die bewegt sich die ganze Zeit? Die hat sich gerade das erste Mal bewegt. Ich mach die mal tot. So legt es aus. Toll. Das war dieses scheiß Elektroschock-Gedöns. Jetzt ist der natürlich aufgeschreckt, oder? Nee, ist er nicht. Mach du das mal. Pass auf, der kommt. Raus hier. Gott, ey. Geht er da runter? Er ist schon unten. Was machst du denn da? Mach das Licht aus. Der hört uns noch. Nicht so laut reden. Okay, warte, wenn er wegläuft, können wir die Kamera ausmachen. Jetzt. Mach's aus. Ich kann nicht treffen, ey. Da kommt meine Maus nicht hin. So. Ich dachte schon jetzt. Alles ist gut, jetzt mach ich einen Platz. Komm her, weg da! Das Taschenlampen. Hier kann ich ruhig hin. Alter, pass doch auf. Der kommt doch jetzt da ich durch. Ich kann nicht eh drücken, ich kann nicht eh drücken! Warum hast du nicht dein Elektro-Ding genutzt? Oh, das hatte ich gerade nicht ausgerüstet. Das musst du immer ausgerüstet haben. Ja, ob ich wohl die Waffe brauchte, um. Bollo, wenn ich noch hier so einen Dexter sitzen hätte, wir würden das durchrocken. Ja, auf jeden Glaub Fall. Mir das. Auf Glaub jeden. Mir das. Zwei Dexter spielen dieses Spiel. Das würde ich gerne sehen. Das hast du noch cool. Irgendwo so einen Dexter auf Lager? Nee. Schade. War mein letzter Ding. Oh Mann. Tut mir leid. Kein mehr auf Vorrat. Das war gut. Oh. Klebt tatsächlich noch. Ich dachte, ich wäre jetzt entdeckt. So, diesmal machen wir das mit der Kamera. Du bist bei mir im Boden. Der kommt doch. Der kommt doch! Du Peniskopf! Kontakt! Ah, Mann ey, warum denn? Du weißt doch gar nicht mehr, dass ich da bin. Ist doch scheiße. Wie ich dich weggesmashed hab. Hast du gesehen? Oh, nee, hab ich nicht gesehen. Schon ziemlich cool. Der hat so einen Rückwärtsputzelbaum gemacht und ihm dabei ins Gesicht getreten. Aus der Deckung raus. Okay. Mann! Das war dumm von dir. Ja, das kann sein. Wenn ich das mal so anmerken darf. Du bist so doof, ne? Weißt du? Jetzt ist er schon gesehen. Ja, das war doch. Hallo, du bist ein wenig ungeduldig, habe ich das Gefühl. Gerade jetzt, ja. Ist aber nur so ein Gefühl, also. Ey, dass wir immer 4 bis 5 Parts für eine Mission brauchen. Wenn du hier nicht da wärst, wäre das nicht so. Das wird ein 100 Parts Let's Play. Ja, wie Super Mario Kart. So, wir warten. Das Gute ist, die Maus-Stellung hast du noch drauf, hier mit der Hand an der Maus. Ach ja, warte, ja, ach so, ja, richtig, so war das. Okay, jetzt also weiß ich es wieder. Echten Daumen auf die linke Seite. Hab ich. Zeige Mittelfinger. Kleinen Finger habe ich auf der linken, auf der rechten Seite. Ey, wenn es bremslich wird, pass auf, ich erkläre das jetzt ganz langsam. Zeigefinger von der linken Maustaste nehmen, anheben, dezent, nicht viel, dezent, aufs Mausrad. Und dann mit dem Mausrad die Waffe wechseln. Hast du verstanden? Habe ich verstanden. Gut. Ich kann mit dem Mausrad die Waffe wechseln? Nein. Das merkst du erst jetzt. Das wusste ich nicht. Oh Gott, zum Glück habe ich es nicht. Ich mach's immer mit Tab. Dein Ernst? Hättest du mal einmal ins Let's Play geguckt, wüsstest du es. Ja, ich gucke doch nicht meine eigenen Sachen an. Ist doch dumm. Ne? Findest du nicht auch? Extrem dumm. So, jetzt lassen wir ihn einfach hier hinkommen, wa? Das wäre doch mal eine Idee. Hast du den Elektroschocker ausgewählt? Natürlich nicht. Das kann ich auch nicht mit Tab. Kann ich nur mit Tab. Ich drück Tab. Ich bleib bei Tab. Das musst du auch mit Tab machen. Oh, guck mal, da kommt Taschenlampenmann an. Das ist ja schön. Und den ehen wir einfach weg. Hier ist aber nur einer, oder? Den ehen wir weg. Es dürfte nur einer sein. Kommt der auch mal? Der kommt doch gar. Ja, toll. So lange willst du denn jetzt hier warten? Achso, du bist schon weggegangen. Oh, oh, jetzt sieht er mich. Dexter, der sieht dich. Ziel ausgeschaltet. Ah, das war gut. I'm ready to go. Ich will die Schüsse nicht vergeuden, weißt du? Es ist so. Ich auch nicht. Ich habe nämlich gerade schon wieder einmal nicht getroffen. Richtig dumm. Wie kannst du damit nicht treffen? Ich raff das nicht. Ich auch die ganze Zeit. Nicht da drüber klettern. Bist du denn behindert? Ja, ob wir wohl hier hin müssen. Guck mal, da ist ein PC. Wir sind beim Unterwerk. Internet. Es speichert gerade. Geil. Jetzt schon. Ja, das ist aber ein bisschen sehr großzügig, oder? Unversorgung. Das wird ja fast schon langweilig. Ziehe gleichzeitig an den Schaltern A und B. Oh, oh. Weißt du, was das bedeutet? Licht. Was bedeutet das denn? Dann geht die Stromversorgung aus. Ist doch ja, voll geil. Aber dass wir uns trennen müssen. Da ist was. Siehst du das? Das ist eine Mine. Er hat den Kontakt zur Drohne verloren. Nein! Nicht gut. Hast du gehört?
Das dürfen wir beim nächsten Mal. Wir werden jetzt gleich entdeckt und dann dürfen wir das nicht mehr machen. Was haben wir denn da jetzt gesehen? Wieder eine Drohne. Soll ich die mal umbringen? Ich mach den weg. Wo siehst du eine Drohne? Die, so kleine Panzer, die da rumfahren. Mini-Panzer. Okay. Siehst du den? Da ist noch einer. Ich höre das Geräusch doch. So, schnell zu B. Ich gehe zu A. Wir müssen doch gleichzeitig. Ja. Übrigens stehe ich schon bei A. Nächste Drohne weg. Wo ist die Kamera? Soll ich dir sonst helfen, zu B zu kommen? Vorher? Läuft. Das da geht. Ist B, Mann. Das ist hier voll um die Ecke. Jetzt geh da hin. Leertaste aktivieren. 1, 2, 3. Ich bin schon dabei. Eindringen. Das nee. Was will er denn? Als ob der da was machen kann. Ja, dann kommt er wohl hier hin, wa? Das ist aber ein großer Sicherheitsdienst. Da ist noch eine Drohne. Ich nehme lieber mal die Leiche weg hier. Besonders, weil da jetzt noch mehr ankommen. Hilf mir. Ich muss den hier in die Ecke hören. Du machst das. Was soll ich denn machen? Keine Ahnung. Irgendwas Cooles. Komm und hilf mir suchen. So, get away with him. Okay. Ja, da hinten ist einer. Siehst du den? Pass auf die Drohnen auf, die fahren da rum. Ich sehe keine. Ach, da könnte eine sein. Das mit dem roten Licht, das ist eine Drohne. Rotes Licht sehe ich nicht. Ach, rotes Licht, da, rotes Licht. Hab's getötet. Ja, oder wollen wir da jetzt eindringen, Dexter? Achtung, pass auf, da kommt einer. Wo kommt denn einer? Lass doch hier hin. Wir können doch eindringen. Wir können da eindringen, Mann. Ich werde gerade zu Tode erschreckt hier. Wir brauchen uns um die gar nicht kümmern. Wo müssen wir denn hin? Hier, wo der Punkt ist. Immer da, wo der Punkt ist. Lass mich in Ruhe. Hör auf mich zu kritisieren. Ich hab schon geöffnet. Ich bin schon drin in der Anlage. Du bist doch Minen. Alles Minen. Voll mit Minen. Minen. Wo sind die? Ich sehe keine einzige. Ich sehe alle. So. Ah, alles klar. Ich sehe auch alle. Gott, ey, wer haut denn hier einfach random Minen? Jetzt mal ohne Frage, warum baut man da Minen hin, wenn man die so offensichtlich sehen kann? Ein bisschen Pilotenparcours oder was? Die Notstromaggregate laufen an. Da kommt was Helles. Was ist das? Scheinwerfer irgendwo. Das ist ein großer Scheinwerfer und dann müssen wir... Gemeinsames Klettern, Dexter. In Position, warte auf. Oh, das machen wir gut. Das machen wir unfassbar gut. Komm her, mein Baby. Wir machen das zusammen. Sollen wir hier hin? Ja, sollen wir. Oh Gott, das sind so viele. Er speichert. Geil. Was auch immer passiert. Ey, wir sind bei 18 Minuten, wir müssen langsam sterben. Oh Gott, ich bin so tot. Dexter, komm mal zurück. Lebe. Komm mal zurück und nimm den Typen mit, den bringen wir hier hin. Sieht aus, als gäbe es hier wieder Licht. Ich bring dir ein kleines Präsent mit, mein Sohn. Weil dann können wir den Part an dieser Stelle beenden. Es ist fleischig und wiegt 80 Kilo. Danke. Bitte. Das esse ich heute noch. Eine riesige Fleischwurst. Okay, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Lass es dir schmecken. Bis dann und ciao. Tschüss.